Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von uns. Ja, wir waren vorhin einkaufen und haben uns gedacht, wir zeigen euch mal wieder unsere Lebensmittelwocheneinkäufe. Wir haben, wie immer, zwei unserer Lieblingssupermärkte besucht. Einmal den Discounter Hofer, das ist so wie, also für die Deutschen unter euch, das ist der Aldi. Und danach gehen wir immer zum Merkur. Da kaufen wir so Sachen, die es bei Merkur nicht gibt. Und es ist zum Vergleich für euch der Rewe, oder? Ja. Genau, Rewe. Wir haben beim Hofer 180 Euro ausgegeben, genau, 182 fast. Und beim Merkur 82 Euro. Und wir werden euch zeigen, was wir denn alles so Tolles gekauft haben. Kommen wir so eine Woche damit aus, oder? Ja. Circa, ja. Wir haben auch viele Flüssigkeit, also viele Getränke gekauft und so weiter. Aber wir fangen mal an. Wir haben schon hier alles vorbereitet. Also, das erste, was hier schon bereit steht, ist Küchenpapier. Wir kaufen immer unser Küchenpapier beim Hofer. Das ist ein echt gutes Küchenpapier. Weil das ist so richtig dick und saugfest. Dann die Lieblings-Cornflakes der Kinder. Lucky Crisp. Lucky Crisp ist einfach so eine Lions-Nachmache. Und die Kinder mögen das vom Hofer sogar lieber wie das Original. Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied da drin. Sie schauen sich optisch auch sogar sehr ähnlich und geschmacklich weiß ich nicht, weil ich habe die noch nie gegessen, nicht mal die Lions, weil, weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der große Cornflakes-Esser. Und wenn, dann esse ich nur diese Toppers. Kennt ihr die? Die mag ich am liebsten. Dann hat der Papa hier mal wieder Bohnenvorrat gekauft, falls Lockdown kommt. Nein. Wir essen total gerne Bohnen, so Baked Beans und wir verwenden immer auf einmal zwei Stück. Genau. Oder der Papa macht mal so einen Bohnenaufstrich für Brot, da ist auch so eine Dose schnell weg. Ja, deswegen brauchen wir halt viel, weil wir viele sind. Was die Leute vielleicht denken, wenn sie das sehen, dass wir vielleicht auch Vorrat kaufen, ist aber bei uns normal. Ne? Ja, fünf Kinder. Dann kaufen wir auch immer ganz oft diese gehackten Tomaten. Die sind super praktisch, damit brauchen wir einfach fast in jedem Gericht. Egal ob es Baked Beans sind oder Spaghetti Bolognese, Lasagne oder sonst irgendwelchen Tomatensoßen. Das darf nicht fehlen. Und dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen Katzenfutter für den Pifi Loni. Diverse Sorten. Wir nehmen da immer mal das oder mal jenes. Und dann kaufen wir auch noch diese Schälchen. Das sind so im Viererpack. Und was der Pief auch gerne isst, falls euch das interessiert, ist diese Säckchen. Heißen die Säckchen, oder? Das sind so, kennt man. Wer eine Katze hat, kennt sowas. Wer nicht, sowas. Oder Felix mag er auch sehr gerne, weil das ist in Gelee und das mag er ganz gerne. Ja. Die Hunde haben noch, also nicht wundern, nicht, dass ihr jetzt denkt, die armen Hunde haben jetzt nichts bekommen. Nee, nee, wir haben noch. Dann habe ich für uns Thunfischdosen gekauft. Ich nehme immer gerne die in Sonnenblumenöl. Und ja, Thunfisch. Wir essen das gerne in Salat. Sorry. Wir essen gerne Thunfischsalat mit, ich habe letztens so mit ein bisschen so Gurke, Tomate, Oliven kann man reingeben, Schafskäse. Und so kleine Erbsen, so junge, mega lecker, sage ich euch. So dann angerichtet mit Essig und Öl. Ein Traum. Dann hat der Papa hier frisches, frischiertes gekauft, also gehacktes. Weil wir essen jetzt gleich zum Mittag Hackbällchen, so frischiertes, das Leibchen, mit Pommes. Und deswegen, das gebe ich gleich dem Papa, der wird jetzt nämlich gleich zum Kochen beginnen. Also wenn jetzt hinten ein paar Nebengeräusche hört, dann ist das der Papa. Dann hat aber das wieder mitgenommen. Krustenbraten. Das gibt es beim Hofer und das ist so lecker. Das essen auch die Kinder total gerne. Wir essen das so als Jause. Da schneidet der Papa so kleine Scheiben davon. Mit Schafskäse, mit so fetter Käse oder mit Frühlingszwiebeln und Tomaten. So als Frühstück oder so als Snack zwischendurch. Dann habe ich auch diese Mini-Röstis mitgenommen. Die schmecken so, so lecker. Ich habe noch nie probiert, selber Kartoffelrösti zu machen. Ist wahrscheinlich nicht so schwierig, aber ich habe mir da noch nie dran getraut und kaufe immer gerne diese vom Hofer. Schmecken wirklich super lecker. Und wir machen sie immer im Airfryer. Und das Witzige ist, heutzutage gibt es hier auf diesen Zeichnungen hinten schon einen Airfryer abgebildet. Also gibt es mal Backofen, Airfryer, Pfanne und Fritteuse. Finde ich einfach mega cool. Ja, wir machen die auf jeden Fall immer im Airfryer. Und ja, werde ich jetzt gleich einkühlen. Aber ich zeige euch mal schnell alle Kartoffelarten, die wir da haben. Und zwar haben wir auch Wedges genommen.
Das sind diese mediterranen, da gibt es glaube ich noch welche, die Natur sind, genau, also mediterran. Und dann haben wir auch Wellenfritten mitgenommen. Ja, Pommes halt wellig. Das brauche ich auch gleich in den Gefrierfach, das Gefrierfach und so. Das Fleisch machen wir immer so, dass wir das eigentlich, wenn wir es nicht heute verzehren, dann frieren wir das immer ein. Und zwar haben wir nämlich hier Hühnerbrust gekauft. Wir machen nämlich dann die Woche, die kommt, chinesische gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch und Gemüse. Mega lecker, das essen die Kinder auch total gerne und wir auch. Dann weiter geht's. Wir haben uns ein Gewürz mitgenommen vom Hofer und zwar Dill. Das haben wir extra jetzt für unser Mittagessen gekauft. Der Papa macht ja faschierte Leibchen und da macht er immer Dill rein. Deswegen, wie viel geht dem Papa zu? Dann habe ich hier zweimal Hüttenkäse mitgenommen, also Cottage Cheese. Das ist so Frischkäse, aber wie gesagt, körniger Frischkäse sagt man auch noch dazu. Ich habe das hier zusammen in Kombination mit den zwei Sauerrahms hier gekauft, weil ich esse das immer total gerne. Das habe ich in der Schwangerschaft immer schon gerne gegessen, das habe ich euch auch immer erzählt. Ich mische das, also so ein Becher mit so einem Becher mischen und Salz kann man entweder mit Brot essen oder mit Polenta. Mega yummy, sage ich euch. Dann hat sich der Papa auch zwei Joghurt mitgenommen. Einmal, was ist das? Einmal das Schaf. Einmal ein Schaf-Joghurt und einmal ein Ziegenmilchjoghurt. Ja, wollt ihr ausprobieren. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von so solchen Joghurt. Ich mag es nicht, wenn es so nach Schaf riecht oder so. Oder nach Ziege. Riecht es nach Schaf? Ja, aber das ist doch cool. Das ist der Kick. Ja, der Kick. Ich brauche so einen Kick nicht, danke. Dann habe ich für Frühstück so einen Lipdauer-Aufstrich mitgenommen. Kennt man, oder? Lipdauer, das ist ein scharfer mit Brinsen. Dann hat der Papa sich einen Käse mitgenommen und zwar den Bergbauern Heumilch Gouda. Und ich habe mir den geschnittenen Bergbauern Heumilch Emmentaler genommen. Ich mag sie ein bisschen würziger und der Papa mag sie ein bisschen langweilig. Deswegen, ja, der Käse, das unterscheiden wir uns komplett. Dann habe ich auch so eine Packung Cabanossi mitgenommen. Ich habe nämlich geplant, dass es nächste Woche bei uns eine Bratkartoffelpfanne gibt mit Speck, mache ich auch noch rein. Also ich habe so Speckstiftchen gekauft und dann schneide ich auch so Cabanossi mit rein und das schmeckt so lecker. Dann hat er aber auch drei Pakete Mozzarella mitgenommen, auch so von dieser Biomarke vom Hofer zurück zum Ursprung, weil ja, die Michelle isst das gerne und das möchte er, also zum Frühstück macht er ja ab und zu mal so Mozzarella mit Tomate. Dann habe ich Fusilli mitgenommen, das sind so Nudeln, die halt so gerollt sind und ich mag die total gerne, also ich esse, egal welche Nudelgerichte, immer gerne mit dieser, wobei die Form eigentlich völlig egal ist, aber ich glaube jeder kennt das, weil der Papa mag die zum Beispiel überhaupt nicht und ich mag keine Penne, die kann ich überhaupt nicht sehen, diese Röhrdeln, kennt ihr diese, schon so die Rohre, ich weiß nicht, irgendwie schmeckt mir da das Gericht nicht, wenn ich da solche Penne drin habe. Keine Ahnung. Dann habe ich auch sowas für die Kinder mitgenommen, so Schokolollis in Form von Osterhasen. Jetzt ist ja bald Osterhase, deswegen gibt es halt dann solche Sachen. Und ja, die Luise war mit uns mit einkaufen und die wollte das haben. Genauso wie diese Schirmchen, die hat sie dort gesehen und hat gesagt, okay, ja, pack ein. Zeige ich euch gleich die ganzen Naschereien. Ihr wisst ja, wir sind gerne Naschkatzen. Wir haben hier einmal Kinderkarts. Früher gab es das nur beim, also nur in Italien. Und jetzt seit, ich glaube, so ein, zwei Jahren gibt es die auch bei uns in Österreich zu kaufen. Früher nie gesehen, aber jetzt halt gibt es halt immer mehr Sachen. Schokofleisch muss auch immer mit und Maxi King natürlich. Ich habe gleich zwei mitgenommen, weil drei Maxi King könnt ihr euch vorstellen. Bei so vielen Kindern bleibt da nichts lange was davon. Und dann auch noch eine Milchschnitte. Der Papa hat hier einmal so ein Raffaello-Paket, Päckchen mitgenommen. Ich habe Toffifee mitgenommen, das sind so zwei drinnen. Yummy, ich liebe Toffifee. Wer liebt noch Toffifee? Schreibt es mal unten rein. Dann, das habe ich mitgenommen, weil ich da so einen Gusto drauf hatte. Ich muss auch dazu sagen, ich bin hungrig einkaufen. Also wir waren hungrig, als wir einkaufen waren. Und wenn ich hungrig bin, dann neige ich dazu, mehr Süßkram zu kaufen, anstatt wenn ich satt bin. Ja. Shame on me, aber ich habe mir noch so ein Ballista mitgenommen. Und ich nehme immer das Lila, ne, weil das ist das Beste. Also für mich zumindest. Da ist Joghurt und Beeren drinnen. Super lecker. Es gibt mehrere Sorten. Aber wie gesagt, das ist das Beste.
Und dann habe ich noch Kinder Bueno mitgenommen. Das sind 10 Kinder Buenos drinnen. Und ich mag gerne immer die mit der braunen Schokolade. Es gibt ja jetzt auch schon die mit der weißen. Aber ich weiß nicht, mag ich nicht so gerne. Dann habe ich auch so ein Toppi Maxi mitgenommen. Das ist einfach so ein Fake Monte von Hofer. Schmeckt genau gleich, schmeckt auch den Kindern, also überhaupt kein Problem. Luisa hat sich das mitgenommen, die wollte diese Smarties sehen, als sie die gesehen hat. Und wollte diese Smarties kaufen. Und wir haben sie natürlich nehmen lassen. Und dann habe ich was richtig Cooles gefunden, schaut mal. Es gibt da beim Hofer so Putzschwämme, also Mikrofaserfugen und Fliesenschwämme. Und hier haben wir so zwei Seiten. Einmal hier zum Kratzen und hier so Mikrofaserseite. Und ja, die habe ich gekauft für die Küche, weil wir haben hier bei der Küche hinten so kleine Fliesen. Und da könnt ihr euch vorstellen, wenn man kocht mit Öl und so, egal was, dann spritzt halt ein bisschen. Und damit wir die ein bisschen reinigen, weil die sind manchmal so, ja, schmutzig und dann kratzt man da so lange dran und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht mit diesen Schwämmchen dann besser weggeht, deswegen habe ich die gekauft. Dann natürlich darf bei uns Semmelbrösel nicht fehlen, wir essen locker einmal die Woche Schnitzel, selbstgemachte von Papa Hühnerschnitzel und bei uns ist Semmelbrösel einfach so ein Must-Have. Die Kinder fragen so oft nach Schnitzel und das ist immer ein Wahnsinn. Dann hat aber ganz viele von diesen kleinen Tomatenpaketen mitgenommen, also das sind so Midi, mittelgroße Rispentomaten. Und ja, wir essen sehr, sehr oft Salat und beziehungsweise der Papa isst sehr, sehr oft Salsa-Salat. Das ist ein Salat, wo so klein geschnittene Tomatenstücke, ein bisschen schärfer angewürzt mit so Chiliflocken, dann roter Tomate und Zitronensaft und das liebt der Papa. Dann hat der Papa hier 3 Nektarinen mitgenommen für die Lara. Die wollte das unbedingt haben, deswegen Nektarinen. Dann habe ich hier auch noch eine Paprika, eine rote, für unser Gericht dann mit den chinesischen gebratenen Nudeln. Dann hat der Papa auch Erdbeeren mitgenommen, die riechen wirklich super lecker. Erdbeeren essen bei uns die, ja eigentlich alle Kinder sehr, sehr gerne. Dann haben wir auch Brot mitgenommen von der Backbox, einmal so ein Jumbo-Baguette, das ist ein etwas größeres, fluffiges Baguette. Und das Dinkelbrot, das ist so lecker. Das müsst ihr mal kaufen, also falls ihr aus Österreich seid und das noch nie ausprobiert habt. Das ist super lecker, dieses Dinkelbrot. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob jede Backbox dieselben Brote hat. Weil ich habe schon mal gesehen, dass in Wien zum Beispiel gibt es auch andere Sachen, gell? Wie Fladenbrot. Das, was wir nicht haben, finde ich schade. Würde ich auch gerne kaufen, aber das ist halt bei uns ja nicht in Niederösterreich. Dann hat der Papa hier Radieschen mitgenommen. Wir haben immer so unsere eigenen Tütchen mit. So, zeige ich es euch gleich. Also ein Bund Radieschen ist da noch drinnen. Für unseren Salat, also für unsere Salate, genauso wie auch Gurken. Gurken dürfen nicht fehlen. Zwiebeln haben wir auch gekauft. Zwiebeln muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Jeder Haushalt hat Zwiebeln zu Hause zum Kochen, für Salate oder sonst irgendwas. Ich packe die dann gleich da unten rein, oder? Die Zwiebeln. Ja, ja, bitte. So, wir haben da so ein Zwiebelkörbchen nämlich, wie auch ein Kartoffelkörbchen. Ja, dann habe ich mir eine Mayonnaise mitgenommen, weil meine ist leer gegangen. Ich bin nämlich bei uns der Mayonnaise-Esser. Nein, die einzige. Die anderen essen nur Ketchup. Und der Papa isst gar nichts zu seinen Sachen, wenn es mal Schnitzel oder sowas gibt. Dann hat er aber hier Pfeffer, also Nachfüllpfeffer gekauft, in ganz, weil wir eine Pfeffermühle haben. Und zum Kochen Lorbeerblätter. Und dann habe ich noch Hühnersuppe mitgenommen. Ich nehme da immer gerne die Bio, also von Naturaktiv. Und Rindersuppe. Ich mache das ja, bei manchen Gerichten halt dazu rein, so als kleiner Pep. Oh. Dann haben wir auch einen großen Sack Kartoffeln mitgenommen. Das sind, was sind das? Festkochende. Festkochende und ich glaube, wie viel Kilo? 5? Da steht sogar drauf, für was die gut sind, ja. Am besten geeignet für Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Kroketten, Püree und Knödel. Perfekt für die Leute, die sich nicht auskennen, die gerade jetzt gerade zu kochen beginnen, dass da sowas draufsteht. Weil manchmal wissen, will man was kochen und man weiß nicht, oh, brauche ich jetzt festkochende Kartoffeln oder Frühkartoffeln? Ja. Dann haben wir auch Bananen gekauft, diesmal Bio-Bananen. Was ich cool finde, die Bio-Bananen haben hier so eine Folie drüber, damit die Bananen länger halten. Dann hat der Papa hier 2 Salatköpfe mitgenommen, also 2 Eisberg-Salate. Warum hast du eigentlich 2 mitgenommen? Eine ist für die Hühner. Aha, eine ist also für die Hühner und eine ist für uns, weil ich möchte nämlich dann die kommende Woche dann auch so Wraps machen und deswegen Salat musst du unbedingt mit.
Dann haben wir hier auch einen Jasminreis. Ich habe den für mich eher gekauft. Ich mag so gern, wenn wir so asiatische Gerichte kochen, dass wir dann so einen entweder Basmati-Reis oder einen Jasminreis nehmen. Ich finde, der schmeckt einfach viel aromatischer. Aber wenn man einen Curry macht, dann immer so ein Reis, schmeckt einfach viel besser. Und aber hat sich auch noch diesen Reis mitgenommen, diesen Langkornreis, den normalen. Er macht nämlich gerne so Reisfleisch mal für die Kinder oder was auch immer. Und da ist halt dieser der beste für ihn. Ich mag aber diesen Parboiled-Reis besser. Das ist der so ein bisschen gelblich ist. Kennt man, oder? Chips habe ich auch mitgenommen. Einmal hier Pringles Paprika und Pringles Sour Cream and Onion. Ja, muss ich nicht wieder zu sagen. Einfach so für uns, für Fernsehabende, am Wochenende mit den Kindern und einfach so zum Bäckersnacken. Dann haben wir hier auch ein Kilo Zucker mitgenommen. Zucker ist bei uns einfach so ein Produkt, das nicht fehlen darf, wenn wir mal backen oder auch für mich, für den Kaffee. Ich trinke nämlich meinen Kaffee immer mit Zucker. Der Papa nicht, der Papa macht immer so, wie heißt das? Dein Zucker? Stevia. Stevia macht der Papa immer rein. Und ich habe immer meinen normalen Zucker. Sonst kriege ich den Kaffee nicht runter. Ja, keine Ahnung, so eine Sache bei mir. Und dann habe ich hier noch zwei Shampoos mitgenommen. Und zwar mag ich das hier gerne. Die Kinder verwenden das nämlich total gerne. Also Patrick und Michelle. Das Head & Shoulders mit Zitrone. Weil das ist sehr gut für fettiges Haar. Und ja, genauso wie ich, leider auch der Patrick und Michelle, ein bisschen an fettigen Haaren. Und bei der Michelle kommt noch dazu, dass sie ein bisschen trocken und schuppig sind. Deswegen ist Head & Shoulders für sie da am besten. Ja, jetzt kommen wir zu den Säften. Ich habe nämlich auch ein 4er Coca-Cola und ein 4er Fanta mitgenommen. Ja, trinken wir selten, aber ab und zu haben wir sowas gerne mal Wochenende am Tisch. Sonst trinken wir eigentlich ausschließlich Wasser. Jeder weiß wahrscheinlich, wie Cola ausschaut. Einmal Cola und einmal Fanta, ne, für die Kleineren, also für Lara und Luisa. Das Sonnenblumenöl ist auch noch vom Hofer. Und jetzt werde ich euch gleich die Produkte vom Merkur zeigen. Beim Merkur hat sich der Papa ein Heineken-Bier mitgenommen, ein 0,0% Alkohol. Papa trinkt ja keinen Alkohol, wie ihr vielleicht schon wisst, habt ihr wahrscheinlich schon öfters von uns erzählt bekommen. Dafür gibt es einfach keinen Grund, einfach so, ja, er hat einfach irgendwann einmal vor 6 Jahren damit aufgehört. Damals eigentlich noch so präventiv aus gesundheitlichen Gründen, weil er was an der Galle hatte und seitdem ist es einfach geblieben, deswegen sehr vorbildlich und ich trinke auch keinen Alkohol. Wenn ihr euch erinnern könnt, dann habe ich 2 kleine Kinder, die ich ja, wenn man die Luisa mitrechnet, die ist jetzt 3 und mit der Schwangerschaft 4 Jahre habe ich auch keinen Alkohol mehr getrunken. Auch sehr vorbildlich, oder Mama? Dann habe ich beim Merkur das große Persil für Colorwasch, also für Color, für die Colorwäsche, also die Farbwäsche gekauft. Dann habe ich mir sowas mitgenommen, so Always Dailies. Das sind so Slip-Einlagen. Jede Frau kennt das, glaube ich. Dann habe ich grüne Oliven mitgenommen. Der Deckel, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall habe ich so. Ich mag gerne diese frischen Oliven, also die so aus der frischen Theke abgepackt sind. Die schmecken so lecker. Da habe ich auch noch schwarze mitgenommen. Aha, der Papa hat jetzt den Deckel von den grünen auf den schwarzen drauf gemacht. Da gibt es auch nochmal diese schwarzen Oliven und die schmecken so lecker. Die grünen haben keine Kerne und die schwarzen schon, aber ist auch egal. Dann habe ich den Lieblingshummus gekauft von uns allen. Also die Kinder essen den auch total gerne und ich auch. Der ist von Merkur. Der ist mit so einem Gewürz, also mit so, der ist mit Pinienkernen und Kräutern Satar. Mega lecker, sage ich. Ich bin jetzt. Also bei Hummus ist das der einzige, den ich esse, weil der schmeckt so gut. Dann habe ich bei Merkur auch ein frischiertes mitgenommen, also ein Hackfleisch, weil ich ja auf die Idee gekommen bin, dass ich dann unbedingt Wraps essen will. Das ist so eine spontane Idee gewesen. Dann habe ich auch dieses Taco-Gewürz mitgenommen und 2-mal Tortilla Wraps. Da nehmen wir immer gerne die großen. Es gibt auch Vollkorn und es gibt auch kleinere. Aber die großen und die nicht Vollkorn, die schmecken uns eigentlich am besten. Und von der Größe her mag ich die großen besser, weil da kannst du besser, also hat man mehr Platz, um Sachen reinzugeben, als mit dem kleinen. Dann die besten Chicken Nuggets, die es zum Kaufen gibt, sind die von Iglo. Also die schmecken tatsächlich die
denen von McDonald's am ähnlichsten. Und deswegen kaufe ich immer diese, falls ich Chicken Nuggets kaufe. Also Chicken Nuggets. Dann wie gesagt, probiert die mal aus. Wenn ihr die von McDonald's mögt oder eure Kinder beziehungsweise, dann werden sie diese auch lieben, weil die schmecken einfach super gut. Ich mag nämlich nicht diese gekauften Nuggets vom Hofer oder von anderen Discountern, die schmecken irgendwie komisch, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so nicht gut. Dann hat sich die Lisa das hier mitgenommen, diese Schnüre, kennt man, von Hitchler, ja. Und dann haben wir auch mal wieder Jumpies gekauft, ihr wisst, wir kaufen fast immer Jumpies, die Kinder lieben die und ich liebe die auch. Das sind so kleine Paprika-Kängurus, die schmecken so lecker. Und da gab es eine Aktion, 2 plus 1 gratis, deswegen habe ich 3 genommen. Und dann habe ich auch diese Käse-Salami-Platte mitgenommen, sozusagen. Das ist so ein geräucherter Käse mit Salami Milano drin. Und es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben wir auch Putzda-Würstel gekauft. Das sind so scharfe Würstchen. Und dann hat der Papa noch so Knabberstangen gekauft. Für die Kinder, weil die außen die total gerne so mal zwischendurch. Und ja, zweimal Knabberstangen. Und dann auch Salz. Wir kaufen immer dieses Himalaya-Salz. Wir haben verschiedene Salz. Also der Papa und die Kinder nutzen das, weil es jodiert ist, wegen dem J aus Jod. Ja, keine Ahnung. Ja, aber was sag ich? Ich habe Jutzen gesagt wegen dem Jod, weißt du? Das war so 2 Wörter auf einmal. Auf jeden Fall jodiert für den Papa und die Rasselbande und für mich unjodiertes Salz wegen meiner Schilddrüse. Ne? Also viele Hashimoto Mamas, Mädels, Frauen kennen das. Jod sollte man vermeiden. Und Tomatenketchup habe ich auch gekauft. Wir nehmen immer das total gerne vom, wie heißt das, vom Heinz. Das ist wirklich sehr, sehr lecker, deswegen kaufen wir immer das. Und noch ein Avocado und das war's dann mit unserem Einkauf, meine Lieben. Und ausgegeben haben wir, muss ich Kopf rechnen, 260 Euro. Was ich vergessen habe zu zeigen, Mineralwasser. Römerquelle still, dafür haben wir uns 2 so, wie heißt denn das? Kisten gekauft. Wir nehmen immer dieses in Glas. Ja, es schmeckt uns besser, aber keine Ahnung, auf jeden Fall ist es auch umweltfreundlicher und es schmeckt uns besser, weil irgendwie kein Plastikgeschmack im Wasser drin ist. Ja. Das ist unser Wasser und somit bin ich mit dem Food Haul fertig, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie viel ihr für einen Wocheneinkauf ausgibt. Und natürlich schreibt dazu, wie viele Personen im Haushalt wohnen, weil das ist eine wichtige Zugabe. Na gut, das war's und küsse euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!